Willkommen zur 8. Folge meiner Island-Motorrad-Serie. In dieser Ausgabe setzen wir die Fahrt durch das Hochland fort, stoßen dabei auf viele kleine Bäche und fast schon unüberwindbare Flüsse irgendwo im Nirgendwo. Ich zeige euch, wie ich Aufnahmen mit der Drohne erstelle und wie wir mit vereinten Kräften jedes Hindernis überwinden. Wenn euch dieses Video gefällt, würde ich mich über ein Like, ein kostenfreies Abo und einen lieben Kommentar sehr freuen. An dieser Stelle möchte ich euch noch auf das mittlerweile 4. Walle on Tour Wintertreffen am 9. Dezember 2023 aufmerksam machen. Weitere Infos dazu findet ihr in der Videobeschreibung und auf meiner Homepage. Wer mit mir schon mal auf einem Campingplatz unterwegs war, der weiß, dass ich morgens immer eine ganz gewisse Routine habe, um einfach ein bisschen gute Stimmung zu verbreiten. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Guten Morgen, Andreas, wie hast denn du gepennt? Oh, sehr gut, sehr gut, siehst du ja, ich würde noch weiter pennen. Aber wir müssen fahren. Wir müssen fahren, wir müssen jetzt das Wetter ausnutzen. Auf geht's, nur noch 707 Kilometer vor uns. Gut, oder? Die Uschi wird ganz schön durchgeschaukelt gerade. Ist halt ein Riesenbrocken nach dem nächsten. Das ist ein super konzentriertes Fahren hier, um nicht überall gegenzustoßen. Ich meine, wenn ihr das jetzt hier seht, auch hier mal über sowas Größeres drüber, dann werdet ihr jetzt vielleicht sagen, oh, das macht doch die Felgen kaputt. Ah, die Felgen halten schon echt eine ganze Menge aus. Außerdem fahre ich jetzt ja hier bewusst auch deutlich langsamer, damit ich über Steine und Steinkanten, auch spitzere Sachen hier ganz gut fahren kann, ohne dass ich mir Reifen und Felgen kaputt mache. Aber auf der anderen Seite komme ich natürlich so auch nicht vorwärts. Aber ganz ehrlich, viel schneller kannst du ja auch nicht fahren. Und das mitten irgendwo im Nirgendwo, aber so richtig. Machen wir kurz den Test, weil wir wirklich mitten im Nirgendwo sind, ne? Keine Zivilisation, irgendwo weit und breit. Vollen 3G-Empfang. Liebes Deutschland, warum schaffen wir das nicht? Ja, ich kann hier mit dem Motorrad doch deutlich schneller fahren. Ist einfach mit einem einspurigen Fahrzeug besser, Hindernissen auszuweichen oder drüber zu fahren, als mit einem Jeep. Sieht bestimmt im Video wieder alles spielend leicht aus. Aber der Weg hier hat es in sich. Ich glaube, ich bin selten so eine schwierige Passage gefahren. Mit so vielen unterschiedlichen Untergründen und Steinen, dann wieder keine, dann kommt wieder Sand. Wahnsinn. Ist natürlich super toll zum Fahren. Super geil zum Trainieren. Aber halt eben auch mega anstrengend. Weil mein Fahrwerk auch einfach alles wegbügelt, was hier unter mir ist. Klar, ich gebe ein bisschen die Richtung vor. Den Rest macht Uschi. Das ist übrigens für den Isländer hier nicht Offroad fahren. Ne? Nicht, dass ihr das falsch versteht. Wer hier von Offroad redet, der fährt abseits dieser Piste. Und das reicht auch nur einen Meter abseits. Deswegen seht ihr nirgendwo Fahrspuren. Aber dafür gibt es mega Strafen, wenn ihr hier abseits dieser Piste fahrt. Aber die Piste gilt nicht als Offroad. Dieser Weg ist ja unwahrscheinlich geil. Es ist einfach toll, in dieser Natur so verbunden mit der Natur und so abhängig von der Natur zu sein. Und hoch, komm. Ja. Meistens ist es bei den Flussdurchfahrten am besten, einfach den Spuren zu folgen und nicht irgendetwas Neues auszuprobieren. Okay, aber man sinkt doch schon ganz schön ein. Oh. Komm, Uschi! Nein, nein, nein! Oh, aber wir haben es geschafft. Wir stehen jetzt hier am Berg. Das Flüsslein sah ja so charmant und süß aus, so schön klein, aber das war es nicht. Nächste Flussdurchfahrt. Oh, das ist schwefelhaltiges Wasser, da möchte ich unbedingt nicht reinfallen. Aber tschups, ich würde sagen,
nehmen wir mal Droni mit in den Einsatz, damit ihr mal einen schönen Überblick bekommt, wie weit dieses Land hier ist. Und ich bin hier ganz allein. Kilometer weit. Eigentlich unfassbar für unsere Verhältnisse in Deutschland, aber ich fange langsam an, das hier zu lieben. Ich fahre hier erst einmal langsam durch. Ich möchte mir die Füße noch nicht schmutzig machen. Ja, man sinkt schon ganz gut ein. Man denkt, es ist immer nicht tief. Ja, ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie kann denn so eine Drohne einem überhaupt folgen? Ich habe ja hier meine Steuerung und ich bediene die ja nicht. Also ich kann mich voll und ganz aufs Fahren konzentrieren. Die Drohne hat viele unterschiedliche Sensoren, um auch Kollisionen zu verhindern. Aber gleichzeitig kann man eben auch nicht schnell fahren. Also jetzt im Active Track Modus, so heißt das, verfolgt die Drohne mich rein visuell. Das ist eine Software hier auf dem Smartphone, läuft jetzt mit und versucht einfach den bewegten Punkt auf der Karte zu folgen. Das funktioniert mal ganz gut, manchmal ist es eher schlechter. Aber hier, wo jetzt keine Berge um mich herum sind, ist das System eigentlich ganz gut. So, und was ich jetzt noch mache, ich sag der Drohne, sie soll mit ein paar Prozent so im Kreis um mich herum fliegen, einen sogenannten Orbit. Durch diesen Orbitflug bekommt das Ganze natürlich noch eine andere Dynamik. Die Drohne wirkt so, als würde sie von jemandem gesteuert werden. Blind vertrauen kann man dem System übrigens nicht. Ich habe immer ein Auge nach unten auf den Bildschirm gerichtet. Versuche den Kopf aber dabei nicht zu bewegen, sonst sieht es im Video immer so blöd aus. Jetzt ist sie ja gerade vor uns hergeflogen und ihr habt einfach einen mega Blick in dieses Tal und jetzt nehme ich noch ein bisschen mehr Brennweite. Brennweite bedeutet, dass ich mich einfach noch ein bisschen näher ranhole, ein bisschen mehr Zoom. So, jetzt lasse ich ihn noch einmal um mich rumfliegen, gehe noch mal ein bisschen runter von der Höhe, damit ihr mehr von der Umgebung auch erkennt. Heute ist übrigens der internationale Tag der Flussdurchfahrten. Oh, ich sick ja hier voll ein. Mama mia. Aber jetzt bin ich langsam drin, merke ich. Ich habe da echt eigentlich keinen Bammel mehr vor. Oh, jetzt wäre sie mir fast gerade vorne rüber weggerutscht. Nochmal schnell mit dem Fuß gerettet. Island ist und bleibt für mich ein ganz besonderes Motorradreiseziel. Und obwohl ich jetzt hier gerade mein eigenes Abenteuer erlebe, interessiere ich mich auch unterwegs für andere Abenteuerprojekte, wie zum Beispiel Seven vs. Wild. Vielleicht habt ihr schon davon gehört. Der Nachteil der Welt des Online-Streamings ist es jedoch, gerade wenn ich mich im Ausland aufhalte, dass ich viele Inhalte aus der Heimat nicht anschauen kann, weil ich mich nicht im deutschen Internet befinde. Und aus diesem Grund möchte ich euch jetzt meinen Partner Surfshark vorstellen, denn mit Hilfe von Surfshark kann ich am Tablet, Handy, Computer und vielen weiteren Geräten meine Herkunft verschleiern und einfach das Land auswählen, mit dem ich fiktiv mit dem Internet verbunden sein möchte. Per Klick kann ich meine Herkunft und IP-Adresse verschlüsseln und somit von fast aus der ganzen Welt mein Lieblingsprogramm im Internet schauen. Mit Surfshark bekommt ihr nicht nur einen der weltweit besten VPN, sondern mit Hilfe eines Browser-Plugins auch noch die Möglichkeit, euch automatisch mit Fake-IDs auf Internetseiten zu registrieren, die unbedingt zur Nutzung eine Registrierung voraussetzen. Warum braucht eine Internetseite eigentlich meinen echten Namen, meine
E-Mail-Adresse oder meine Anschrift. Wenn ich das doch alles mit Fake-Daten auch füllen kann und die E-Mails mir verschlüsselt an meine private E-Mail-Adresse durch Surfshark weitergeleitet werden. Somit landet meine private E-Mail-Adresse niemals in irgendwelchen Spam-Börsen oder Phishing-Portalen. Wer kennt sie nicht, die nervigen Cookie-Abfragen auf jeder Internetseite? Doch damit ist jetzt mit dem Surfshark Cookie-Pop-Up-Blocker endlich Schluss und ihr könnt direkt mit dem Surfen loslegen, ohne erst ganz umständlich irgendwelche Button klicken zu müssen. Den Link zu Surfshark findet ihr in der Videobeschreibung und im ersten angepinnten Kommentar. Und dazu ganz besonders extra der Walle on Tour Surfshark Black Friday Special Deal, bei dem ihr bis zu 6 Monate kostenfrei on top mit dazu bekommen könnt. Also nicht lange warten, sondern ausprobieren. Denn wenn es euch nicht gefällt, bietet euch Surfshark zusätzlich eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie an. Ja, diese kleine Produktplatzierung, die ihr in den letzten Minuten gesehen habt, die ist für mich als YouTube-Creator wirklich wichtig. Also danke an euch für eure Geduld und danke an Surfshark für den Support. Und jetzt zurück ins Hochland nach Island. Darf ich euch mal 2 Isländer vorstellen, die hier standesgemäß mit den richtigen Fahrzeugen unterwegs sind? Da hinten kommt gerade richtig schlechtes Wetter und hinzu kommt, dass einer der beiden Monster-Truck-Fahrer, ich nenne es einfach Monster-Truck, hat gesagt, die nächste Flussdurchfahrt, da sollen wir sehr stark aufpassen wegen Heavy Rocks. So you have to ride in turns, okay? Um die Steine irgendwie herumfahren, die ich ja wahrscheinlich noch nicht mal sehe. Puh. So, jetzt erstmal zum schlechten Wetter. Ich muss nur schnell meine Lüftungsstütze überall zumachen. Sonst habe ich einfach nachher das Wasser überall drin. Was ich immer mache, um einen Ärmel straff zu ziehen, damit ich hier oben die Lüftung zukriege, das aufmachen, festhalten, den Ärmel ziehen. So, weiter geht's. Okay, gut abgefangen. Hier kamen sie mir jetzt ordentlich ins Tudeln, genau auf diesen Oh, was ist das für ein Untergrund? Oh, da grabe ich mich ja voll ein. Das ganz dunkelschwarz muss irgendwie fast wie so Treibsand sein. Habe ich ein Glück gehabt. Okay, das ging gut. Ich halte mich hier einfach ein bisschen am Rand. Ja, okay. Kein Problem, überhaupt gar kein Thema. Alles, was so hellbräunlich oder dunkelgrau, grau erscheint, aber was so wirklich fast schwarz ist, wie das hier, da, das Zeug, was jetzt hier kommt, da sinkst du ein und rutschst du echt mit dem Hinterrad sofort weg oder gräbst dich ein. Auch hier, diese paar Stellen nur. Boah. Das ist wie, hier. Boah. Oh. Bist du verrückt? Da geht's gleich mal 50 cm runter. Und Uschi gräbt sich richtig ein. Das ist natürlich schlecht dann mit so einem schweren Moped. Dieses hier ist wieder spielend. Da ist alles gut. Mama mia, ist das hier wechselnder Untergrund heute der Gefühle auch noch. Oh, jetzt schon wieder. Oh Gott, was ist das für ein... Also da muss man wirklich langsam machen. Und zur Not die Füße drauf. Auf dem Boden. Aber schnell darüber mache ich nicht, weil das heißt auch schneller Abflug. So, aber jetzt heißt es erstmal weiter Strecke machen. Bisher klappt es ja ganz gut. Immer wenn so Warnschilder kommen wie dieses hier, wird die Flussdurchfahrt die nächste kein Kinderspiel. Oh mein Gott, was ist jetzt hier vor uns? Ich probiere es jetzt einfach mal, auch wenn die anderen noch nicht da sind. Ich glaube. Yes! Geschafft! Ja, bist du des Wahnsinns! Sehr geil, sehr geile Flussdurchfahrt. Hier fahre ich ganz langsam drüber, auch wenn die Steine harmlos sind, aber der Untergrund ist unberechenbar. Jetzt in Verbindung mit dem Regen auch noch. Oh, jetzt geht's vor mir auch noch richtig hoch. Und es fängt richtig an zu regnen. Na, wonderful! So mag ich Flüsse am liebsten, nämlich neben der Straße. Jetzt hat sich doch echt hier mein Handprotektor und mein Endstück vom Lenker. Ach du Sch...
Irgendwo muss jetzt hier dieses Endstück und die Schraube liegen. Im Sand. Ich drehe noch durch. Also die Tour hier ist wirklich nichts für schwache Nerven. Ich sehe da was. Ich sehe da hinten was Helles. Jawohl. Und dazu gehört noch eine Schraube. Und die kann natürlich jetzt in alle Richtungen gefallen sein. Ah, da ist noch was. Das ist das eigentliche Endstück. Jawohl. Das sitzt dann da drauf. Und da gehört jetzt noch eine Schraube dazu. Da liegt sie. Oh, super, ey. Hab ich ein Glück. Guck mal. Alles wiedergefunden. Der Andreas schreibt gerade, wir müssen 10 Minuten anhalten hier am Fluss und mit Kabelbinder was festmachen. Genau in dem Moment passiert bei mir das hier, ey. Das ist ja so ein geiles Schicksal. Ihr fragt euch vielleicht, wie das ganze Thema mit dem Kraftstoff ausschaut. Ich gucke jetzt mal ganz kurz. Der Durchschnittsverbrauch jetzt hier so beim Fahren ist 7 Liter im Gelände. Klar, weil man natürlich viel in den kleinen Gängen fährt. 29 Stundenkilometer im Durchschnitt pro Stunde, das ist okay. Mal 154 Kilometer komme ich noch. Und in 70 Kilometern ist die Tankstelle. Wenn ich hier rechts bleibe, habe ich kein Problem, fahre ich da in der Mitte. Sieht man auch die Autospuren, da haben sie Steine reingeworfen, das ist deutlich tiefer. Also muss ich einfach hier schön rechts bleiben. Okay. Hier können wir jetzt zum ersten Mal wirklich auch ein bisschen Strecke machen. Ich habe keine Ahnung, die wievielte Flussdurchfahrt das heute ist, aber ich fühle mich jetzt mittlerweile echt safe, was das betrifft. Ach, wenn ich jetzt hier ein bisschen falschen Weg gefahren bin. Da hinten fährt Andreas. Wir sind die einzigen, die, glaube ich, irgendwie durchs Hochland hier fahren. Ja, und ich denke, das hier ist die alte Versorgungstrasse, um hier auch die Strommasten zu errichten. Ich hoffe also, dass diese Straße uns relativ schnell zu der noch 58 Kilometer entfernten Tankstelle führt. Man kann also getrost sagen, hier werden alle Leidenschaften erfüllt. Abenteuer Offroad oder Kulturprogramm Onroad. Und beides kann man auch noch super geil miteinander kombinieren. Mega, was Island zu bieten hat. An Abgeschiedenheit und Ruhe. Das soll jetzt noch kein Endfazit sein. Dazu lasse ich mir noch ein paar Tage Zeit. Weil den Norden und Nordosten habe ich ja noch nicht gesehen. Den muss ich mir noch angucken. Solange ich da irgendwann mal ankomme, ist noch die andere Frage. Okay, Riesensteine. Oh, ich musste einmal kurz füßeln und danach bin ich lieber sitzen geblieben. Aber es waren schon ein paar dicke Brocken auf einmal da. Mein Freund Marto würde jetzt sagen, Walle, was machst du für Sachen? Aber er hätte auf der Tour hier schon mindestens 4-mal den Titel, den er hat, nämlich Mr. Bloodfuß, verteidigt. Und dabei habe ich hier noch nicht einmal ein Problem mit dem Reifen. Und er hätte schon wieder 4-mal seinen Schlauch flicken müssen. Aber dafür wäre er auch ein bisschen schneller als ich unterwegs. Das muss man auch wiederum sagen. Gott, ich komme ja mit einem Filmmaterial nach Hause. Da könnte ich ja monatelang die Abende bei euch zu Hause freitagsabends füllen. Aber nicht alles landet bei YouTube. Ein paar Sachen halte ich mir auch zurück. Keine Ahnung. Für was? Vielleicht irgendwann mal so ein Best-of an Fails, Behind the Scenes und ein bisschen was für meine Premium-Abonnenten. Wenn ich mir das hier so angucke, wie locker, easy ich hier in noch immer einer vernünftigen Geschwindigkeit fahren kann, Berg hoch, Berg runter. Und dabei ist sie ja noch super bequem, weil wenn ich jetzt hier mit einer Motocross oder kleinen Enduro lang fahre, habe ich erstmal schon ein Reichweitenproblem. Ich bin ja jetzt schon demnächst 400 Kilometer unterwegs mit der Tankfüllung. Und trotzdem kann ich hier die Straßen fahren, wo andere sagen würden, das können nur die kleinen Enduros. So, jetzt habe ich eine Wand vor mir. Hoppala. Und komm, kämpf. Komm, hoch. Komm schon.
Kampf. Uiuiuiui. Wie geht's denn hier rein? Oh. Und schwere Steine? Ja, ganz schöne Brocken da drin. Aber nicht tief, das ist der Vorteil. Also komm schon. Und durch, komm. Aber bleib am Gas, nach rechts. Nach rechts, oh, gefüßelt. Aber nur so mit der Zehenspitze. Auf den Stein aufgetreten. Ja, ich will ja immer Zero Points, keine Fehlerpunkte. Stürzen ist jetzt sowieso, oder umfallen, ist jetzt sowieso keine Alternative mehr. Da sind wir jetzt durch. Das haben wir jetzt einmal gemacht. Wissen wir, wie es sich anfühlt? Scheiße. Kennt ihr das auch? Ihr habt manchmal beim Fahren irgendwelche Lieder in der Birne, die ihr nie singen würdet, aber auf dem Motorrad singt ihr sie. Und dann singt ihr sie nicht nur irgendwie mal einmal kurz, weil meistens kann man ja sowieso nur einen Teil des Refrains, sondern irgendwie so 4 Stunden in allen möglichen Remix-Varianten, die einem gerade wieder so einfallen, während man hier in Island ja, über einen Vulkan fährt, irgendwie in die schwarze Wolkenwand. Kennt ihr das auch? Ich habe das extrem hier. Ich singe hier ganz oft die letzten 2 Stunden. O Donna Clara, ich hab dich tanzen gesehen. O Donna Clara, du bist wunderbar. Kennt ihr das? Also nicht jetzt unbedingt das Lied, aber kennt ihr das, dass ihr manchmal auch einfach so einen Schmarrn zusammen singt? Einfach nur, keine Ahnung, weil in eurer Birne gerade so viel Freiheit herrscht. Das ist Motorradfahren. Den Kopf so richtig frei haben. Weil ob das jetzt hier sinnvoll ist, was ich mir, der Maschine, der Umgebung und so antue, weiß ich nicht. Aber es hat auf jeden Fall einen Sinn. Ich habe ganz viel Kreativität frei in meinem Kopf. Und Gedanken frei. Weil mein Kopf konzentriert sich ja so stark hier. Welchen Stein muss ich wie ausweichen? Ich glaube, auf Island sind es nicht Hunderte, sondern Tausende Kilometer solcher Strecken. Wow, wow, komm schon, langsam, ruhiger. Erster Gang, beruhig dich, Hoshi, beruhig dich. Brav, brav. Man muss sie, ab und zu muss man sie auch streicheln. So ein bisschen, nur so ein bisschen streichen, damit sie sich auch gewürdigt fühlt. Macht das mit euren Motorrädern auch. Wenn es euch abends gut nach Hause gebracht hat, nach einer langen Passetappe oder im Urlaub irgendwas, dann immer abends schön einmal mit dem Motorrad sprechen. Wir machen das sehr häufig, Uschi und ich. Ach du Scheiße. Jetzt regnet es hier wie Sau. Jetzt kommt nochmal so ein Hardcore-Flussüberquerung. Ich habe gerade gemerkt, dass ich gar keine Regenhaube hier reingemacht habe. Warum mache ich sowas nicht? Ist jetzt halt nur die Riesenfrage, ob ich so lange warten muss, bis die anderen kommen oder ob ich das schaffe. Okay, es ist verdammt steinig und auch relativ tief. So, okay, ich bin schon zu tief für den Stiefel. Was ist denn da vorne? So, jetzt bitte nur nicht nass werden. Okay, wenn ich also umkippe, falle ich normalerweise nicht tief. Oh, es ist mega glatt. Riskiere ich, dass meine Technik nachher absäuft? Wie weit kann ich denn hier noch gehen? Oh, die Strömung. Brutal tief. Da links viel zu große Steine. Ich muss irgendwie einen anderen Weg finden. Auf der anderen Seite merke ich ja jetzt gerade, wenn ich schon mal bis hierhin komme, und ich glaube, ich komme auf den großen Stein dort auch, vielleicht dann da so rüber, dass ich zumindest mein Equipment rüberbringen könnte oder meine Koffer oder so. Oh. Auf geht's. Könnt ihr da hinten auf der anderen Seite den anderen Koffer sehen? Ich habe tatsächlich einen Koffer rübergebracht. Ohne dabei komplett zu stranden. Irgendwo hier oder umzukippen im Wasser. Ich lerne auch immer mehr gerade diesen Fluss hier zu lesen. Ich habe zwar meiner Meinung nach sehr guten Fußweg gefunden, der aber unmöglich zu befahren wäre. Einfach weil hier so viel Moos und Rutschiges am Boden ist. Und außerdem, man müsste hier fast zickzack fahren. Das kriege ich nie hin. Also ich weiß jetzt schon, auch wenn die anderen aus irgendeinem Grund nicht kommen und ich rüber muss, weil zurückfahren ist keine Option, dann komme ich irgendwann mitten in der Nacht an.
Hier habe ich jetzt nur noch 30 Kilometer, bis im Notfall zu einer Unterkunft, weil ich ein bisschen nasse Füße habe oder sowas. Also das wäre jetzt nicht das Riesendrama. Und ich meine, gestern lag ich ja wirklich auf der Seite und war selbst unter der Jacke noch einigermaßen trocken. Ah, da sind sie. Seht ihr, wie schwer er sich mit dem Auto tut? Wegen der Untiefen da drin. Puh, der war ja manchmal bis zur Motorhaube vorne eingesackt. Ganz kurz nur. Ja klar. Aber beim Auto hältst du ja auch nicht irgendwie die Vorderachse halb in der Hand. Hast du dein Lenkrad. Und der Rest macht's Fahrwerk. Aber bei mir kann der Lenker halt sehr schnell verspringen. Ich muss auf jeden Fall eine andere Route finden. Definitiv. Das geht hier nicht lang. Also schon hier, aber so ein bisschen links, rechts. Das klappt sonst nicht. Super gemacht! Also mit dem Schaukeln habe ich ja nicht gerechnet, dass es hier so hügelig wird. Umso mehr müssen wir dir helfen jetzt. Also festhalten die Maschine. Ab ins Wasser. Wir haben zwischen den Steinen riesige Löcher. Jetzt beginnt die richtige Action. Schaut, dass ihr sie wirklich haltet. Dann brauche ich mich gar nicht ums Halten konzentrieren. Nur um die Richtung. Erster Gang ist drin. Hier, ne? Ja. Okay, ich hab die Kette hoch. Die Schuhe sind so schwer, weißt du? Die sind so voller Wasser. Geschafft. Alter, da läuft jetzt gleich das Wasser raus. So, wie lange haben wir es noch bis zur Tankstelle? 30 Kilometer. Haben wir richtig Strecke geschafft. Ja, Wahnsinn. Also Leute, ihr seid meine beiden Helden. Die beiden Andreasse sind heute meine Lebensretter. Auf uns ist der Verlass. Auf euch ist echt Verlass. Ja. Nachdem wir die Flussüberquerung nun mit gemeinsamen Kräften gemeistert haben, meine Stiefel sind immer noch voller Wasser, werden wir hier jetzt nur 5 Kilometer später mit einem Blick belohnt und einem Licht, was gerade in diesem Tal ist. Und ich sehe jetzt auch noch hier den Haifoss-Wasserfall vor mir. Leute, man kann das nicht beschreiben. Das muss man selber erlebt haben. Der gesamte Fahrtag war ein absolutes Highlight und endet in einer Kulisse, die eher an Hollywood erinnert. Schon bald aber trennen sich leider die Wege von Andreas, seinen Freunden und mir und ich ziehe alleine weiter, fahre durch Flüsse, durch das schier endlose Hochland und treffe auf andere verrückte Reisende. Vielen Dank an alle, die in diesem Video mit dabei waren und danke an Surfshark für das Sponsoring. Denkt daran, dass euch der Link in der Videobeschreibung ein exklusives Angebot von bis zu 6 Monate zusätzlich gratis verschafft. Weitere Informationen zu mir, zu weiteren Videos und meinem umfangreichen Online-Shop mit über 500 Produkten rund ums Motorrad findet ihr unter walleontour.com. Perfekt übrigens auch als Gutschein mit edler Geschenkkarte. Und wenn ihr jetzt noch immer nicht genug habt, dann habe ich hier 2 tolle Videos für euch verlinkt. Bis bald, euer Walle.